Und da wären wir auch schon wieder. Mir hallt es noch in den Ohren. Hol die Zwerge aus den Käfigen. Und das sollten wir noch zuerst mal machen. Warum sehen die alle so komisch aus? Also die sind so einfarbig. Aber na gut. Assign, Enter. Assign, Enter. Assign, Enter. Also einfach nur A, Enter, A, Enter, A, Enter. Nein, nicht Alarm drücken. Oh, bunte Fuß ist seit einer Woche vermisst. Das ist nicht gut. Aber nee, erstmal Geisterprävention. Du musst noch raus. Du bist schon draußen. Du bist draußen. Du musst raus. Achso, und die müssen noch aufgestellt werden. Ja, okay. Ist ja noch nicht wirklich viel Zeit vergangen, seitdem wir sie aufgestellt haben. Also müssen wir später nochmal hier hoch. So, kurz pausieren. Sind irgendwelche Zwerge gerade zwischen den Käfigen hier? Nee, schaut nicht so aus. Und das Ding irritiert mich immer noch tierisch. Aber gut, DB. Erstmal Claim. So. Nicht den Fehler vom letzten Mal wiederholen. Das wäre nicht so schön. Also jetzt haben wir alles geclaimed. Das heißt, auch die ganzen Gegenstände, die sie am Leib tragen und eigentlich gar nicht haben dürfen. So, und jetzt machen wir Dump-Befehl draus. So. Und jetzt müssten wir die ganzen Käfige manuell wieder entdumpen. Jetzt müsste es richtig gewesen sein. Weil letztes Mal hatten wir dafür gesorgt, dass die alle ihre Sache anbehalten haben. Und haben die Käfige mit den Goblins drin und deren ganzen Ausrüstung dann den Todesturm runtergeschubst. Und dann sind die unten aufgeklatscht, haben überlebt wegen diesem doofen Bug, dass wenn ein Goblin auf dem anderen landet oder allgemein jedes Monster auf einem anderen Monster landet, es keinen Fallschaden bekommt. Das war dann nicht so toll. Es ist nicht wirklich viel passiert, aber hätte ich da mal eben 10, 20 Stück runtergeworfen... Und dann das Forgotten Beast gehabt, das dann die Türen aufbricht, das wäre nicht so toll gewesen. Oh, da ist ein Zwerg zwischendrin. Den haben wir jetzt auch gerade nackig gemacht. Gut, dass mir das aufgefallen ist. Scheint einer von unseren Hammerzwergen zu sein. Den gucken wir uns doch gleich mal genauer an. Also du wirst bitte nicht gedammt. Du wirst hoffentlich gleich aufgestellt. Nostalgia-LP. BJ. Ein Käfig bitte dahin. X. Und nochmal durchgucken. Das hatte ich am Ende der letzten Folge eigentlich schon gemacht. Das heißt, eventuell habe ich ihn übersehen. Oder es gibt den Befehl schon, er wurde einfach noch nicht aufgestellt. Was komisch wäre, denn wir haben schon 78 Arbeitslose. Ah, da ist ein Zwerg. Was ich aber echt nicht verstehen kann, da wir doch so viel Zeug zum Aufräumen haben. Also ja, jetzt sind keine mehr da, weil sie jetzt hier die neuen Aufträge bekommen haben. Aber eigentlich müsste ich hier unten doch... Nö, hier ist gar nicht so viel Dreck. Ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass hier überall Zähne und Hufe und Haarbüschel und was weiß ich rumliegen. Von dem epischen Kampf. Aber nö, gar nichts. Nicht mal mehr Blut ist über. Und das ist irgendwie... schade. Aber na gut... Die Straße blinkt, wird gebaut. Ja, ist okay. Wir wollten testen, ob die Brücke noch funktioniert. Richtig? Richtig. Also einmal bitte beide Brücken runter. Gucken, ob das soweit klappt. Weil die war ja vorhin ein wenig angeschlagen. Und hatte auch schon so ein Zahnradsymbol dran. Ich glaube, das ist eine Stufe, bevor sie wirklich zerbricht. Das heißt, das kann echt gut sein, dass da irgendwas schief läuft gleich. Dann sollten wir auch noch gucken, ob der Bunkerbefehl noch an ist. Obwohl ich eigentlich glaube, dass ich ihn ausgeschaltet habe. Und dann geht's weiter im Text. Wir haben noch so viel zu tun. Ein Lama ist verhungert. Okay, dieses komische Zahnradsymbol ist weg. Das Blut ist immer noch dran. Und noch jemand ist verhungert. Whoops. Stimmt, wir haben sie ja alle hier vorne zugeordnet. Und hier vorne gibt es nicht besonders viel Nahrung. Die Zone ist schon wieder... Moment mal, haben wir das letzte Folge schon gemacht? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich wollte eben gerade die Zone hier wieder wegmachen, wo die Tiere eingesperrt waren. Ich mache einfach mal X.
ziehe das hier drüber. Scheint sich aber nichts zu verändern. Das ist jetzt kurios. Oh, genau, noch was ganz Wichtiges. Tiere. Irgendwo ist hier eine Katze zwischen. Da, drei Stück. Männlein und Weiblein, das geht gar nicht. So, sofort weg. Vielen Dank für den Kommentar. Sowas übersehe ich ja gerne mal. Und wir haben noch ein paar neue Namen. Das kann ich auch noch mal kurz machen. Platz hier. Und zwar haben wir jemanden, der explizit nicht in der Miliz sein wollte. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Nee, nicht so. No. Nee, noch. Norgrim. Oh, das müsste richtig sein. So. Dann haben wir noch drei Leute, denen es egal war, was sie sind. Das heißt, die kommen sofort ins Militär. Da brauchen wir immer Leute. Obwohl, ich glaube, die meisten Militärnamen sind schon vergeben. Hauler. Nee. Aber ich denke, wir werden eh noch ein paar neue Hammerer definieren müssen. Und eventuell jetzt wirklich mal den Crossbow-Trupp. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. VY, du bist jetzt X-Bow. Und du bist P. Tor. Wächter. Und das mit H ist Absicht. Das ist nicht der Torwächter, sondern der Torwächter. Warum auch immer ein Gott einen Wächter brauchen sollte. Aber gut. Das wäre der eine. Dann bist du jetzt auch kein Hauler mehr. Du bist ein X-Bow. Und du bist The Soul Prayer. Mhm. So. Und dann sind wir damit auch gleich durch. P. 2 STR Ohnen. Kann sein, dass ich da irgendwas mit der Shift-Taste falsch gemacht habe. Aber so habe ich es mir notiert. Gut. Das soll. Obwohl die Namen sind ja eh immer alle groß, ne? Ja. Dann fällt das auch gar nicht auf. So, das war das mit den Namen. Die ganzen anderen neuen Zwerge hier, die keinen Namen haben, die werde ich dann off-camera alle mal umbenennen. Genauso wie ich off-camera auch erstmal die ganzen Jobs neu verteilen werde. Weil wir haben ja recht viele Haulern hier zu Kämpfern gemacht, aber die Kämpfer haben immer noch die alten Jobs von den Haulern. Das heißt, sie würden dann loslaufen und irgendwas aufräumen, wenn sie gerade frei haben. Das sollen sie ja nicht. Also den ganzen Micromanagement mache ich gleich zwischen dieser und nächster Folge. So, erstmal gucken. Also Brücken funktionieren soweit wieder, das ist auch okay. Wir sollten kurz pausieren, ganz nach oben gehen und hier mal ein paar Pastures definieren. Wie groß können die denn? Ziemlich groß. So, du bist jetzt ein N, Shift N. Und da kommen jetzt mal, will ich das irgendwie sortieren? Okay, machen wir hier mal alle Hunde hin. Nee, keine Goblins. Goblins wäre ja nicht so toll. So, Puppy, 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 Puppy. Wir haben sehr viele Welpen. Und dann mache ich gleich nochmal einen so einen großen Bereich. Und da kommen dann erstmal alle anderen hin. Genau. Wir müssen noch einmal rum die ganzen erwachsenen Hunde finden. Da war wieder ein doofer Erpel, der Drake heißt. Was müssen wir denn noch machen? Allgemein wollte ich noch weiter mit dem Optimieren machen. Aber das fange ich erst an, sobald wir uns wirklich darum gekümmert haben, dass das Fort wieder in dem Zustand ist, wie es vorher war. Das heißt, wir werden uns auch nochmal das Militär angucken müssen. Wie die Trupps da besetzt sind. Oder auch nicht besetzt sind. Und jetzt habe ich ja in der Zwischenzeit auch rausgefunden, dass man Leute doppelt besetzen kann. Also wenn jemand im Trupp 1 ist, dann kann man ihn auch in Trupp 2 wieder zuordnen, dann fliegt er bei Trupp 1 raus. Also kann man nicht wirklich doppelt besetzen, aber man kann es versuchen und dabei viel schlagen. Deswegen hatten wir so oft Lücken in den Truppen. Ich dachte ja, die wären alle gestorben, aber es war nur ein Fehler meinerseits. So, das waren jetzt alle Hunde. Und dann mache ich einfach mal so. D. Wollen wir jetzt Hunde ausschreiben? Oder wollen wir Hund als Englisch nehmen? Dog. Ach komm. Jetzt kann ich auch mit der Maus machen. Es geht viel schneller, ne? Zack, 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 zack.
Das N wird groß. Das ist kein N. X. So, D. Das ist ein N. Gott, ich bin kein Pixelkünstler, definitiv nicht. Ja, das ist wohl zu erkennen. Hunde. Das soll fürs Erste reichen. Muss ich mir langfristig aber was anderes überlegen, also wie genau ich das schriftlich machen will. Am besten nehme ich mir den breitesten Buchstaben und strecke dann alle Buchstaben dementsprechend. Aber ja, das ist auch Kleinkram für später. Mir soll jetzt erstmal reichen, dass hier nur die Hunde hinkommen. Und hier kommt der Ramsch hin. Obwohl hier ist Steinboden. Oh ne, das müsste gehen. Dann machen wir jetzt hier. Ah, ihr dürft fleißig mitraten. Alter. Okay, das dürfte jetzt schon alles erklären. Zack. 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 Alles. Alles Hunde. Alles Hunde. So, I. Wir haben hier zwar schon Stockpiles, aber die sind nicht mehr wirklich aktuell. Das heißt, die kommen erstmal alle weg. So, jetzt haben wir einen großen 9. Hier unten hin. So, und da kommt rein erstmal N, Shift N, alles andere. Also alles andere, was nicht gewalttätig ist. Und daran müssen wir uns überlegen. Eigentlich hätte ich ja noch ganz gerne eine extra Ecke für Hühner, um das mit den Eiern endlich hinzubekommen. Das klappt mit den Boxen da eben nicht so richtig. Und dann noch einen Bereich für Schweine. Die sollen wohl recht praktisch sein. Da sie recht schnell produzieren. Vor allem auch Milch geben können. Und recht viel Knochenfleisch abwerfen. So, das kann auch noch alles hier hin. Was ist denn ein Doe Rabbit? Also ein D-O-E ist, glaube ich, ein Kitz, ein Rehkitz. Und ein Rabbit ist ein Hase. Ist auch eh eine Wild... Oh, nee, keine Hunde. Nee, jetzt muss ich den Hund wieder... Ach ja, das geliebte Micromanagement. So, die können aus den Käfigen auch mal raus. Dann haben wir wieder mehr Käfige. Eine Katze. Goblin, 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 Goblin. Eine Ratte. Die können wir eigentlich mal schlachten lassen bei Zeiten. Denn ich denke, es wird kein Zwerg geben, der gerne Ratten mag. Oder allgemein Ungeziefer. Goblin, 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 Goblin. Troglodyt. Ein Bunny. Mit einem eigenen Namen. Muss schon ganz schön alt sein. So. Ganz viele Goblins. Und ich glaube, noch ein, zwei Seiten sind wir durch. So. Da muss ich nur daran denken, das in Zukunft auch immer weiter so einzusortieren. Auch wenn ich das echt doof finde, dass das so begrenzt ist. Ich hätte das wirklich gerne über das Ganze hier gehabt. Eventuell teile ich sie später doch nochmal ein. Dass es denn genau hier einmal durchgeschnitten wird und auf der linken Seite ist dann der ganze Ramsch, also alles. Auf der rechten Seite sind dann die Geflügelartigen. Und eine Etage runter sind dann links Hunde und rechts Schweine zum Beispiel. Aber das gucken wir dann. Erstmal noch ganz kurz hier zu Ende. Klick, 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 klick. Und jetzt so im Nachhinein fällt mir ein, das hätte ich auch ruhig auf Camera machen können. Aber na gut. Jetzt ist gleich vorbei und dann ist gut. Noch drei Kätzchen, die werden eh geschlachtet, also brauche ich sie nicht hier einzuordnen. So, fertig. Haben die Zwerge noch mehr zu tun und ach du gute Güte, unser Friedhof. Das wird langsam problematisch. Sind das jetzt hier noch Zähne? Zähne müssten doch eigentlich... Ah, ich habe einen Fehler gefunden, sehr schön. Fehler finden ist immer toll. Zähne und Hufe müssten eigentlich hier mit raufsortiert werden. Und werden sie auch.
Ist denn vielleicht oben der Fehler? Also, dass hier noch Zähne draufbleiben dürfen? Nee, dürfen auch nicht. Okay, dann machen wir es nochmal so. Wir drücken G, gebe einem Stockpile. Und zwar dem hier. In der Hoffnung, dass jetzt alles von hier wegsortiert wird auf den unteren, was auch wirklich unten hingehört. Und da hat schon mal einer was gemacht, aber ich weiß nicht, ob es das Richtige war. Wir sind alle jetzt beschäftigt, die Tiere abzuholen. Aber gut, gucken wir nächste Folge einfach nochmal hier hin, ob sich hier ein bisschen was geändert hat an Platz. Vor allem diese ganzen Knochensymbole müssten eigentlich verschwinden. Und noch mehr Tiere verhungern. Nicht gut. Gar nicht gut. Oh, das müssen wir auch noch machen. Einmal den teuersten Tisch raussuchen. Der sieht gut aus. Oh ne, das ist ein Fass. Und es wird auch gleich die Qualitätsstufe angezeigt. T. Ah, schon besser. Wir hätten gerne einen meisterhaften Tisch. Wir haben keinen meisterhaften Tisch. Du kannst noch weitergebaut werden. Dann halt er hier. Du. Dining Room. Ganz groß. Und zwar als H. Meeting Hall. Sehr schön. Gut, das soll noch erstmal reichen und wir sehen uns dann gleich wieder.